So, dann wollen wir uns das Schiff noch mal kurz anschauen. Wir haben 32 mm. Okay. Unsere Kanönchen. Torpedobell 22%. Okay. 18,4 ist in Ordnung. Wir haben die 406er in 33 Sekunden. Passt auch. Ja, und dann ab damit, oder? Pommes Boy, dein Wunschschiff. Tschut, tschut. So, wir haben leider keinen Zerstörer bei uns. Insofern müssen wir geduldig sein. Ich und geduldig. Das wird. Ach, guck mal hier. Da ist doch schon der Franzose. Ach, sehr schön. Und in dem Zusammenhang bei diesen ganzen Hot Tub und wie das alles heißt. Die Mädels, die das machen, ne? Die machen eigentlich alles richtig, ne? Ich beommel mich eigentlich eher über die Leute, die da dann noch. Ah, geil, wenn ich hier 10 Subs verschenke, dann schreiben die meinen Namen auf ihre Haut. Das verstehe ich nicht. Ne? Also, das ist das eine. Und das andere ist, ja, bis zu einem gewissen Grad ist es und kann es mir auch egal sein, weil, glaube ich, die Leute, die da abhängen, die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann mal hier sind, ist relativ gering. Auf der anderen Seite ist es so, dass, naja, es ist immerhin noch dieselbe Plattform, auf der ich mich auch befinde. Und wenn Twitch daraus dann irgendwann mal ein Imageproblem hätte, dann wäre das auch negativ für mich. Insofern geht es über den Gedankengang dann doch wieder einen an. Naja. Schlimm ist nur, wenn die Badewanne heißer ist als die Dame. Ja. Na, also wie gesagt, die Damen machen da alles richtig. Ich beömmel mich da nur über meine männlichen Kollegen. Ja. Die da manchmal dann doch. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Zumal ich glaube mal irgendwie gehört habe, also vom Freund, vom Hörensagen. Jungs, wenn ihr, ich formuliere es mal eiskalt, wenn ihr eine, wenn ihr, ihr müsst da, also wenn ihr eine Wix-Vorlage braucht, ist, da könnt ihr kostenlos im Internet, das gibt's da alles. Also es ist, müsst ihr da nicht vorbeischauen und da donaten, ne? Das ist. Aber ist okay. Jeder wie er mag. Wie heißt es immer so schön? Es ist ja ein freies Land. Ja. So, wieso lebt er noch? Oh, da kommen die Chuchus. Ja, dann kiten wir mal, aber mal schön weg. Aber es ist immer so, meine Güte. Wenn es den Leuten Spaß macht, sollen sie es machen. Ach, der Black ist da. Guten Morgen. Hallo. Na? Das könnte ein ganz trauriges Wochenende für uns werden, gell? Du weißt warum und weshalb. Und ich bin not amused. Die Lenin ist schon geil. So.
ich ja auf die Monarch vielleicht mal kurz schießen. Ansonsten, ich würde ganz gerne auch die hier bespaßen. Da müsste ich nur ein bisschen zu viel für meinen Geschmack aufmachen, oder? Aber ich probiere es mal. Komm, den ersten Heal schon mal ziehen. Was man hat, das hat man. Shredder, das geht nicht, nein. Wenn du dieses System meinst, was es zum Beispiel bei World of Tanks gibt, dass wenn die halt im Angebot sind, diese Verbesserungen, dann macht man ja sein Lager einmal voll. Hat ja früher auch immer gerne gemacht. Das geht so nicht bei World of Warships. Es gäbe zwar einen Workaround diesbezüglich, aber der ist dann auch nur sehr kleinteilig. Mit der Hindenburg, sprich mich nachher nochmal an, Duke Rome. Wenn ich im Hafen bin. Das wäre lieb. Sonst vergesse ich das wieder. So, drehst du mal bitte so rum. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Hier ist er. Und dann schieße ich. Ach, da ist eine Dallas. Das ist ja. Der Moment, wo du dir sagst, ich hätte jetzt gern einen Torp. Also die Dallas. Aber. Hui. So. Mein Russisch ist ein bisschen eingerostet. So, da hinten die Atago. Upsi! Da kommt ja die Chut-Chut wieder ums Eck. Wie machen wir das? Ich muss erstmal. Oh, ich muss weg. Weil der kann mir in der Breitseite auch ordentlich einen reinkloppen. Das ist nicht gut. Und das Manöver, was ich vorhab, das braucht noch ein bisschen. Türmchen auf die andere Seite. Na? Dann kriegen wir das alles hin. Schaffen wir alles. Ich habe ja auch Secondary, so ist ja nicht. Der schießt mit HE. Wow, echt jetzt. Das finde ich sehr grenzwertig. Also selbst ich, der gerne HE verteidigt, aber nicht in der Chut-Chut. Das war jetzt ein bisschen viel des Guten. Ist hier sonst noch einer? Auch hier, die, ne? Also wenn ihr Flugzeugträger spielt, nach A1 ins Eck stellen, ist selten eine gute Idee. Ihr habt dann Anfahrts- und Anflugwege zur Arbeit. Das ist nicht gut. So, wie sieht's denn aus? Nicht so prickelnd, wa? Was könnten wir denn tun? Lass mal wegfahren. Der kriegt der Kilometergeld? Ja. Kann sein. Na, jetzt kommt der dann noch ums Eck. Jetzt hat er gerade geschossen. Ja, das ist halt wieder so eine Sache. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wizard, ahoi, moin. Viel Spaß mit den Emotes. Und vielen, vielen lieben Dank.
Wie viele Monate ist das? 27. Ahoi. Ja, geil. Danke, mein Lieber. Viel Spaß mit dem Flauschebärchen. Also, meine HP habe ich eingebracht. Meine Kanone auch. Und das war halt so ein Moment, eine Situation, wo ich halt gerne sage, Leben maximieren. Hier ist die Streuung, dürfte jetzt, ne? Die ist jetzt nicht so flauschig, weil ich abgedrückt habe, als der dann wieder unspottet war. Hätte man vielleicht auch warten können. Ich hab, bin da halt wieder ein Schnellabdrücker. Ist halt so. Ständigkeiten und weg. Jetzt weiß ich wieder mit dem Antriebsmodul. Ja. Zumal ja das Schiff davon auch lebt, dass es eben die Türme vorne hat. Dann hat man so einen anderen Fahrstil. Oder um es mal andersrum zu formulieren. Je mehr sich die Türme und damit ja auch die Kampfkraft, Schlachtschiffe, Kreuzer, vorn und hinten gleichmäßig verteilen, umso wahrscheinlicher wird es, dass es dass der Bewegungs... Oh. Blutschwinger, auch danke. Dank. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Danke für deinen Sub. Und viel Spaß. Danke. So, wo war ich gerade nochmal? Ja, umso wahrscheinlicher wird es, dass man eben rein raus drehen will und muss, um eben die 50% Kampfkraft, die man hinten vielleicht noch hat, ins Gefecht zu bringen. Und je einseitiger die Türme gerade vorne verteilt sind, umso wahrscheinlicher ist es einfach, dass man dass das Antriebsmodul besser ist. Jetzt dreht er nach außen weg. So, wie sieht's denn aus? Eigentlich gut, ne? Wollen wir mal auf ihn zufahren? Wollen wir mal gucken? Hat er jetzt mit AP geschossen? In dem Moment, wo ich jetzt... Das ist nicht günstig. Das ist nicht gut. So, dann ziehen wir jetzt schon mal den letzten hier. Mal ein bisschen durch die Gegend gucken. Was haben wir denn da? Die Bayern, die Monarch. Wir können auch versuchen, ihn hier nochmal zu bespaßen. Guck mal hier, Unterstützer. 1300. Jede Mumpel, die da trifft, sorgt dafür, dass vielleicht der Kollege... Der Z-Kollege überlebt. Ich habe nur Subway verstanden. So, Woody Woo gedreckt und jetzt kümmern wir uns um die anderen Jungs. Aua. Das macht nichts. It's all part of the plan. Die beiden Jungs sind so weit vom Geschehen entfernt. Das ist fantastisch. Das Gute ist, wir haben ja noch Herrn Kusu Dingsbums drauf. Lenin Ram. Nö, warum? No time to cry. Ich ramm doch, mach doch nicht Ramming Speed, du. Das machen wir ganz anders. Oh, Lachs zum Auftauen. Oh, lecker. So, Herr Monarch, dann wollen wir mal gucken. Wieder zu genau, ne? Wollt ihr es wieder zu genau machen, der Onkel? So, guck mal, wir cheaten, wir healen uns hoch. Wir healen uns hoch, na gut.
Na la 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 la. Und warum sollte ich jetzt nochmal auf Ramming Speed gehen? Verstehe ich wieder nicht. So, Jäger raus, weil ich kann. Dann kriegen die auch nochmal XP. Ja. Komm. Lad nach, schneller. Ich will das noch über... Ah. Schade, aber gut. Was wird denn beim Horror-Team gezeigt und wann? Numeria weiß ich noch nicht. Erstmal müsst ihr die Aufgabe schaffen. Die Community-Aufgabe. Ja. Ich habe ja so ein paar Horrorspiele. So ist ja nicht. Das Einzige, was ich glaube, ich würde es wahrscheinlich so Montagabend wahrscheinlich machen, eher wenn, mal Dienstag ist ja mal mein freier Tag. Das heißt, dann ist es nicht so schlimm, wenn der Onkel spät ins Bett kommt. Herr Pommesboy, war das okay? Sind Sie zufrieden mit diesem Ergebnis? Mit Ihrem Wunschschiff? Ja? Ist das so okay gewesen? Sind Sie zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja. Ich hätte mir auch mal meine HP mehr einbringen können, ne? Wir arbeiten daran. Ja. Das ist gut. Ihr habt ja noch jede Menge Zeit. Und bei dieser Community-Aufgabe ist das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Ich musste auch mal ein Gefühl für entwickeln mit diesen 2 Millionen und 30 Tagen. Einfach mal so gucken. Das ist das eine. Und das andere ist, ihr könnt immer maximal pro Stream, glaube ich, 2000 Punkte reinbrettern. Das ist dann immer so etwas Langfristiges. Aber schönes Match, Lenin. Jetzt weiß ich warum. Wie heißt dieser eine unsympathische Streamer, der mich vorhin gewählt hat? Chris, ne? Snusnu. Ja, der schwört ja auf die Lenin. Da ich nicht so der Schlachtschiff... Super-Super-Fahrer bin. Glaube ich aber, dass die Lenin, ich glaube, er hat da recht. Ja. Sie hätte vielleicht bei der Atari und bei der Allergie ein bisschen besser am Anfang einschlagen können. Aber 2-2 nehmen wir, oder? Insofern, die Lenin ist ein Brett, vor allen Dingen im Zusammenhang jetzt auch noch mit Herrn Kuznetsov, oder wie er heißt, diesen Spezialkapitän. Der dann ja nochmal, ne? Letzter Wille zum Sieg, oder wie das heißt. Wo dann nochmal die kleinen Heinzelmännchen rauskommen, wenn es knapp wird. Und dann nochmal zack, 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 zack. Nochmal das Schiff schnell reparieren. Das ist schon geil. King Bahn, schönen Muttertag. Ja, danke. Dir auch. So, Torte abholen. Oh, für Mutti die Torte. Für nachher Kaffee und Kuchen, Blackie wahrscheinlich. Hoffe ich jeden. Wenn nicht, dann... Auch gerne allein. So, das war auch wichtig, dass das funktioniert hat, dass wir den rausgenommen hatten. Jetzt gucken wir bei Post und Paddies so. Also wenn ihr ein Schlachtschiff haben wollt, die Lenin ist, glaube ich, ist gut. Klar, hier sind die ganzen Multiplikatoren, aber auch hier wieder. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr... blödes Beispiel, weil das schon eher im den oberen 10% ist von dem Ergebnis. Gibt ja manchmal auch Spiele, da bist du nach 30.000 Damage weg, ne? Aber denkt immer dran, die guten Signale, die ihr habt, so ab Tier 7, Tier 8, Premium-Schiffe und auf die Schiffe, bei denen ihr am besten abschneidet. Weil prozentual von viel ist dann auch viel. Und prozentual von wenig bleibt dann auch wenig. Ja, schön. 45.000 in die Kapitän-CP. Sehr gut. Captain Bresig, gute. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Danke für deinen Sub und viel Spaß mit den Emotes. Kommt da rein mit dem Limo und dem Partybär. Sehr gut. Lening ist top. Am besten noch Zugang. Geht bald raus. Stimmt, auch da immer mal. Also bitte fragt mich nie, wann gehen die Schiffe raus. Ich kriege die Nachricht immer nur mit. Ich merke mir das nicht. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich keine Motivation habe, mir das zu merken, weil ich die Schiffe habe. Wenn ich die Schiffe nicht hätte, dann würde ich mir das vielleicht merken, weil ich dann vorher abschätzen müsste, oh, die geht dann raus, dann und dann. Dann muss ich mir überlegen, ob ich mir das hole
oder. Aber die Lenin, ich glaube, von den ganzen Schlachtschiffen, die es da draußen gibt, ist ein Brett. So, ist gut. Na also, das war ein Danke, danke, Pommes Boy, für diesen sehr erfrischenden, guten Schiffswunsch.